Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge The Last of Us 2. Schön, dass ihr wieder mit auf Start seid. Wir machen jetzt weiter. Wir sind auf dem Weg, uns dieses Boot zu beschaffen. Okay, ich glaube, ich gehe doch erstmal auf diese Seite. Alter, hier ist es ja voller Leute, Alter. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Wer sieht mich? Wo? Ja, Freunde, wie immer, vielen Dank, dass ihr am Start seid. Wie immer auch danke an alle Unterstützer dieses kleinen Projektes hier. Freue mich, dass ihr immer noch am Start seid. Werft einen Blick in die Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Checkt auf jeden Fall gerne mal meine Social Media Seiten ab. Twitter, Instagram. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitch folgen. Mein Partner Instant Gaming abchecken, falls ihr günstig Games, Guthaben braucht, etc. Dies, das, Ananas. So, warte mal, jetzt werden wir mal kurz testen. Wer sieht mich? Wer sieht mich, als ich da rausgehen wollte? Wer hat mich gesehen? Irgendwo da oben, wa? Alter, war das knapp. Ah, es ist tatsächlich direkt eine neue Animation. Das ist gut. Es ist true. Das hat ihn umgebracht. Verdammte Esser! Durchsuch das verdammte Einkaufszentrum! Oh, scheiße, Mann. Jetzt geht's los hier. Hä? Hinter mir? Wo ist er? Ich höre doch jemanden. Über mir. Über mir, glaube ich, oder? Wo willst du hin, Bruder? Ich bin einfach zu langsam, wenn ich so geduckt laufe. Gut, ich muss mich auch erstmal wieder reinzocken, Freunde. Ist jetzt eine neue Aufnahmesession. Ah, der da hinten sieht mich, wa? Und der da unten. Okay, der andere ist noch weit genug weg. Den hole ich mir jetzt, den Keck. Komm schon, komm schon. Jawohl. Ah, das geht deutlich schneller, so muss es aber auch sein, Mann. So, erstmal ein Molotow-Cocktail noch oben drauf. Warte mal, warte mal, warte mal. Na gut, jetzt ist nicht die Zeit. Jetzt ist nicht die Zeit. So. Kannst du nicht von oben greifen, scheiße. Alles klar. Egal. Waren es eh alles? Oder was? Waren es jetzt schon alle? Okay. Nee, alles klar. Hier drüben! Jawoll! Alter, die sind ja doch voll geil. Alex, rückt auf! Ich war nie weg. Komm, komm. Ja, die hält wieder zwei Schüsse aus. Was ist hier los, Mann? Wer ist der Beste? Fatzke! Seattle Karate ist besser! Seattle Karate! Warum hab ich den Spruch eigentlich noch gar nicht gebracht? Ah, geil. Geiler Film, Alter. Boah, Junge, wie oft ich den Film gesehen habe, ey. Bestimmt 10 Mal locker in meinem Leben. So, haben wir jetzt alle? Ich weiß es nicht genau. Glaube schon. Fatzke! Gut, okay, ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Jetzt schauen wir uns ganz kurz nochmal schnell um hier, ob wir vielleicht noch irgendwie was Geiles zum Einsammeln finden. Muss nochmal durchladen auch.
Wir sollen uns vielleicht wirklich mal das Upgrade auch für die Knarre holen, dass wir mehr Schaden machen. Oh, oh, nice, 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 nice. Boah, ich bin mal so gespannt auf die Serie, wa? Also wie gesagt, es kommt ja eine Serie dazu, Last of Us. Schreibt gerne mal in die Kommentare, genau, genau, Frage der Folge. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Schauspieler die spielen sollten. Joel und Ellie. Wenn es um Joel und Ellie gehen sollte, dann schreibt mal rein, wer... Warum kann man eigentlich nicht aus dem Wasser heraus schießen? Das finde ich ein bisschen doof. Okay. Es ist schon geil, dass die Ava One-Hit sind mit dem Pfeil. Okay. Boot. Okay. Ich glaube. Das war's jetzt. Junge, was mache ich da, Alter? Wer sollte Joel und Ellie spielen? Ich meine, für. Freunde, für Harrison Ford ist. Also, der Mann ist, glaube ich, Anfang 90 oder so. Nee, nicht Anfang 90. Mitte 80, glaube ich, irgendwo. Ich meine, er soll ja noch Indiana Jones 5 spielen. Wie das noch möglich sein soll. Ja. Aber vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, Harrison Ford, Alter. Boah, wer ist krass. Harrison Ford spielt einfach Joel. Und wer sollte Ellie spielen? Wie hieß diese Schauspielerin? Ellen Page? Nee, wie hieß denn die? Die dann auch irgendwann bekannt gegeben hat, dass sie auch lesbisch ist. Und dann haben doch alle gesagt, ja Mann, die sieht aus wie Ellie. Wie hieß denn die, Alter? Die ist die Schauspielerin aus Juno, dem Film. Heißt sie Ellen Page? Die hätte, glaube ich, damals ganz gut gepasst, aber heutzutage, ich weiß nicht. Wer könnte denn Ellie spielen? Naja. Schauen wir mal, ob das überhaupt kommt, ob das genauso erfolgreich ist wie der Uncharted-Film, der gefühlt seit 10 Jahren kommen soll. Jetzt wieder verschoben wurde, jetzt allerdings natürlich wegen der C-Virus-Zeit, ihr wisst schon, was ich meine. Da bin ich eigentlich zufrieden, dass Tom Holland Nathan Drake spielen soll. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich mag Tom Holland sehr gerne als Spider-Man. Und allgemein so als Typ, da kommt sympathisch rüber, ein, zwei Interviews gesehen. Und ich finde, er passt auch sehr gut. Er passt sehr gut in die junge Nathan Drake-Rolle, finde ich. Das passt schon ganz gut. So, warte mal, von da sind wir gekommen. Jetzt müssen wir langsam mal gucken, wo das Boot eigentlich ist. Hier drüber ist er gefahren, ne? Okay, da können wir wahrscheinlich nicht durchklettern aus dem Wasser heraus. Hier aber. Hier. Und da ist das Boot. Ach, da ist schon das Boot. Juhui, yippie. Bitte, bitte. Auch mit dem linken Stick. Das kriegen wir schon hin, oder? Die Steuerung kriegen wir schon hin. Alter! Direkt die übelste Strömung hier, ey. Au! Eine Bootsfahrt, die ist schön. Eine Bootsfahrt, die ist toll. Ich habe keine Ahnung, wie der Song gehen soll. Wo ist das Wesen? Lass mich hier bitte einfach nur ein bisschen was an Loot finden. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Achso, warte mal. Kann ich ja jetzt eigentlich mal machen. Okay, du kannst das Menü nicht aufrufen, während du auf dem Boot bist. Gut, alles klar. Ergibt ja auch gar keinen Sinn.
Es ist einfach nicht möglich. Es ist nicht möglich. Wenn du ein Boot betrittst, kannst du nicht ins Herstellungsmenü gehen. Das geht einfach nicht. Kann ich schon verstehen. So, warte mal. Wir können hier einfach rein. Hier gibt's Garrets. Das heißt, glaube ich, Karotten. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ist hier doch der richtige Weg? Oh, nee, Mann. Ich hasse das, ich hasse das. Wenn ich nicht weiß, wo der richtige Weg ist und wo noch Loot auf mich wartet. Ich check ganz kurz hier die Ecke ab. Vielleicht ist sie auch einfach abgesperrt, dass man hier gar nicht weiterkommt. Okay, alles klar. Dann hat sich das nämlich schon erledigt. Hätte ich eigentlich direkt machen können. Hier links, oder? Übers Stacheldraht. Stopp, 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 stopp! Na? Ich wollte gerade sagen, spring da doch einfach mal rein. Alles klar. Super. Hat sich gelohnt. Mega. Super. Okay. Schauen wir mal. Was nehmen wir denn? Ah ja, Fertigung. Anfertigung von besseren Medikits. Das nehmen wir auf jeden Fall mal. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier irgendwas öffnen. Ach, drücke Dreieck, um ins Boot zu steigen. Ach so. Ach so, ah, okay. Das wusste ich nicht. Das ist mir jetzt neu. Oh, jetzt kommen meine geilen Vorlese-Skills wieder. Ich trainiere schon mal. Für meine Kids, die dann direkt beim ersten Mal sagen, halt dein Maul. Halt dein Maul. So, was haben wir denn? Beth, wenn du das hier liest, bin ich erledigt. Ich hoffe, es war keiner von diesen Scars-Wichsern, sondern irgendwie mit Ruhm und Ehre, verbunden wahrscheinlich. Aber noch mehr hoffe ich, dass du noch weißt, wo wir die Drohnen versteckt haben. Der Code ist 701264. 701264. Es ist nicht viel, aber mehr habe ich nicht. Ich will, dass du es nimmst. Mach's gut. Randall. Alter, Randall, die Petze von die große Pause. 70-12-64. 70-12-64. Geht doch. Das Tagebuch gucken wir auch gleich. Okay. Wo geht's hier hin? Ich hoffe zum Safe. Go. Rain, hast du es dir gemerkt? 70. 12. 64. Jetzt gib mir ein bisschen Schrott, so 300 Schrott oder so. Oder einfach 7. Ist auch okay. Ja. 7 Schrott ist auch okay. Gerade überlegt, ob es mal langsam wieder mal Zeit wäre, so ein Trainingshandbuch zu finden, aber anscheinend haben wir ja wirklich alle jetzt gefunden. Ne? Das ist schon ein bisschen schade, dass du nur 5 Trainingshandbücher finden kannst. Und die hast du schon relativ früh am Anfang, obwohl es auf der anderen Seite ist auch besser, ja. Es ist schon besser, dass du die relativ früh findest, ja, so eine Hälfte oder so, dass du dann halt noch genug Zeit hast, das Gefundene da in, zu investieren, weil das macht ja auch keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man zum Beispiel in einem krassen Game oder so denkst, ja, boah, Alter, das macht so Bock, und dann findest du irgendwie kurz vor Ende die heftigste Waffe des gesamten Spiels
und hast dann vielleicht noch eine Stunde Spaß mit der und denkst dir, Alter, warum habt ihr den nicht früher rausgehauen? Also dementsprechend passt es schon. Los geht's. Aber trotzdem ist es schade, dass es nur 5 sind. Deswegen, man hätte da ein bisschen geileres Zeug nochmal können, weil einige Sachen... Ich ist nicht so der Fan. Aber man sieht schon, wenn man sich ganz gut umschaut, ist jetzt los. Ernsthaft jetzt? Oh. Ernsthaft jetzt, Naughty Dog? Sag mal, sind da Geräusche rechts neben mir? Geschafft. Wo ist der richtige Weg und wo ist der Loot? Hui! Das macht einfach Bock. Hier ist der richtige Weg und dann ist hier Loot. Da ist Loot! Los, Boot! Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Sag nicht, du kommst hier von der Seite nicht daran. Eine Werkbank. Okay. Im Einsatz? Was ist denn jetzt los? Was ist das für eine Trophäe? Ich glaube, es gibt eine Trophäe, wenn du alle Bänke findest. Habe ich alle Bänke gefunden, oder was? Das ist die letzte Bank, oder was? Habe ich überhaupt genug? 45. Ich kann nichts herstellen. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz, Alter. 100. Und dann nur 25 mehr Schaden. Ja gut, wenn du einfach einen Schädel triffst, dann ist er halt direkt weg, wa? Aber dafür musst du natürlich auch treffen. Entfernungsmesser. Hm. Stabilität wäre natürlich ganz nice hier bei der Waffe noch. Schaden? Was kostet Schaden? Wahrscheinlich auch 100, oder? 70. Oh, das ist geil. Schaden plus 40% und plus 25 Genauigkeit. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber leider gar nichts. Ja, keine Ahnung, was das für eine Trophäe war. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich die, dass man alle Dinge entdeckt hat. Was mich aber ärgert, dass ich nicht die bekommen habe, alle Läden zu entdecken. Oder alle Geschäfte oder alle Häuser oder wie die heißt, die Trophäe. Aber vielleicht kann die ja noch kommen, ich habe keine Ahnung. Oder es war halt wirklich nur in dem Abschnitt, wo wir mit dem Pferd unterwegs waren. Das weiß ich nicht, aber ist jetzt auch... Also, für die Trophäe ist mir das eigentlich relativ egal. Ich bin kein Trophäensammler. Ich habe zwar früher Dinge gesammelt, Gamerscore. Exzessiv auch. Ich... viel, auch sehr viele Spiele gespielt, obwohl die nicht so geil waren dafür. Echt dumme Zeit. Aber ich hatte in der Nähe von mir eine Videothek und da hat ein Spiel ausleihen 1 Euro pro Tag gekostet. Da konntest du jeden Scheiß für 1 Euro ausleihen pro Tag. Dementsprechend konnte ich sehr viele Spiele spielen, recht günstig. Also dementsprechend, ja, keine Ahnung. So, falls irgendwelche Wolfs das lesen, warnt Isaac und die anderen. Die Gerüchte sind wahr, da draußen ist ein neuer Infizierter. Sieht aus wie etwas, das schon zur Hälfte ein Bloater ist, dann aber einen Rückzieher gemacht hat. Hässliches Drecksvieh. Vielleicht hat der ganze Regen in der Gegend eine Mutation verursacht? Keine Ahnung. Er war langsam, also konnte ich ihn leicht erledigen, aber als ich ihn mir näher anschauen wollte, sind alle Pusteln auf ihn explodiert. Meine ganze rechte Körperhälfte ist verbrannt. Irgendeine Säure. Wenn ihr seht, dass so ein Ding in eure Richtung stolpert, haltet euch fern. Ja, wir hatten das ja schon mal besprochen, ne? Dass man eine Warnung raushaut, wenn man gerade noch so halb am Leben ist, kann ich schon verstehen, aber... Wer achtet da auf Punkt- und Kommasetzung, Groß-Kleinschreibung und so weiter?
und schreibt da seine Lebensgeschichte des Bloaters erstmal rein und des Shamblers. Das macht jemand. Das macht dann jemand. Obwohl, es gibt auch Leute, die denken, sie sind Deutschlehrer seit 30 Jahren im Internet, wo ich mich auch immer frage. Ich meine, ja, so ein bisschen, ich sag immer, es sollte verständlich sein, zumindest, und halbwegs Sinn ergeben. Dann ist es schon halbwegs in Ordnung. Was ist hier los, Alter? Okay, der war 100% drauf. Ich wollte schon sagen, vereinigt ihr euch wieder. Verbündet ihr euch wieder gegen mich. Pass auf, Pistol Johnny, let's go. Alter, schwankt. Kann man den überhaupt treffen? Weil, war der drauf? Kann man das überhaupt von der Distanz? Wahrscheinlich ist es gar nicht möglich. Ich sag's jetzt einfach mal. Gefühlt haben die sich wieder verbunden, wie in jedem Battle Royale Spiel, das ich die letzten Jahre gespielt habe. Ich gehe voll ab, greife ein Team von hinten an und ich greife ein Team an, was mit einem anderen Team kämpft. Ich greife an, die beiden Teams verbünden sich erstmal und ficken mich und dann ficken die sich gegenseitig. Aber solange ich lebe, verbünden die sich erstmal, gefühlt. Also wer kennt das Gefühl? Wer kennt es nicht? Unfassbar, Mann. Ja, kommt doch einfach her. Komm, wir machen es actionmäßig. Bam, Junge. Bam, Junge. Wow! Bitch! Was fällt dir ein? Habt ihr ein Problem? Okay. Ah, das war's ja schon. Ihr Lappen, Alter. So, jetzt wird erstmal genüsslich gelootet. Wer ist das, Alter? Wäre ein bisschen zu einfach zu sagen. Das ist Ellies Mutter, ja. Irgendwie lebt sie noch. Keiner weiß warum. Jules. Jules, ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wir waren klatschnass, durchgefroren und hungrig, als wir Lager erreichten. Eine Seraphitenfrau hat sich um uns gekümmert. Warmes Essen, Decken. Sie strahlte Liebe aus. Sie hat mich so behandelt, als würde ich dazugehören. Ihr Name war Karen. Ihr Plan war, am nächsten Morgen mit ihrem Boot nach Haven zu fahren. Dann fielen Schüsse. Karens Kopf explodierte. Ihr Blut war überall. Wir liefen auseinander. Zachary wurde angeschossen. Es waren unsere Leute. Zwei Wolves. Sie gingen direkt an mir vorbei. Sie dachten wohl, ich wäre ihr Gefangener. Und dann ist irgendwas in mir zerbrochen. Ich zog meine Pistole und schoss ihnen von hinten in den Kopf. Zachary ist sie. Er wird durchkommen. Wir beerdigten Karen und sprachen ein Gebet für sie. Zachary gab mir einen neuen Namen. Emmett. Er sagte, das bedeutet Wahrheit. Ich habe mir den Kopf geschoren und mein Gesicht zerschnitten. Jules, ich frage mich, ob du mich überhaupt wiedererkennen würdest. Okay. Also ihr nennt euch wirklich Scars, weil ihr euch selber verstümmelt, Alter? Weil ihr einfach dumm seid? Weil ihr wie die Freaks aus Days Gone seid? Die haben sich ja auch verstümmelt und das Gesicht zerkratzt und alles zernarbt. Und auch alle anderen, die sie gefangen haben, zernarbt und hast dich gesehen. Also, naja. Irgendwie haben die Sony-Leute so ein bisschen so ein Fable dafür, oder? Ach ja, Freunde. Ach ja. Es ist schon irgendwie... Ach, ey. Irgendwie ist es auch ein bisschen schade, dass die PlayStation und Xbox One-Ära jetzt endet, war. Waren schon ein paar geile Games dabei. Waren schon ein paar richtig, richtig geile Games dabei. Aber... Ich glaube, wir freuen uns auch alle auf die neuen Konsole, oder? Die meisten zumindest von uns, auf die ganzen Games. Vor allem auch... Vielleicht mal ein paar neue Games, ein paar neue IPs, ja, neue Marken, das wäre auch mal ganz nice. Nicht nur die ganzen Fortsetzungen, obwohl ich da natürlich auch sehr Bock drauf habe. Ich meine, Horizon freue ich mich sehr drauf, ein neues God of War und so. Aber, naja. Gut, egal.
Wir hören uns beim nächsten Mal, Freunde. Das war's nämlich an der Stelle. Danke fürs Zusehen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen und beim nächsten Mal einschalten. Haut rein. Tschüss.